Willkommen zurück bei Minecraft Dungeons. Zweiter Teil von Boch Hochklotz. So, da wollen wir mal wieder anklotzen. Hier haben wir schon alles aufgeräumt. Was ist denn hier los? Vernichte das Buffet. Ja, wenn Sie meinen. Ich glaube, jetzt war der Chefkoch sauer. Das war mein Buffet. Vernichte die Blumen? Nein. Ich mag diese 8 Punkte da nicht. Seid ihr die Kellner hier? Ach so, das ist auch nur vernichte das Buffet. Pfeilbündel, danke. Also ich mag es, wenn die Kellner mit der Axt kommen. So, stürme die Party. Morgen. Seid ihr die Partygäste? Aua, 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 aua. Du Mistmade, du. So. Aua, aua, aua. Nicht alle auf einmal hier. Ich will mich jetzt so ungern. So, dann lade ich mich mal damit wieder auf. Firma dankt. Und weiter geht's. Nö, hier geht's nicht weiter. Dann geht's unten weiter. So. Noch einer? Gut. Ich stürme die Party. Guten Morgen, ich bin vom Ordnungsamt. Eure Party ist zu laut. Die wird jetzt beendet. Ihr lebt ja noch. Und ihr lebt auch noch. Ihr lebt auch noch. Und du lebst nicht mehr. Gott. Okay. Dann wird hier ein Schalter irgendwo sein. Oder soll ich da runterspringen? Sieht einer von euch einen Schalter?
Kann man da rüberspringen? Aha. Gut. So. Was haben wir denn Schönes? Elite-Kraftbogen. 48. Stark aufgeladen. Mehr Schaden. 48 haben wir gesagt. Du machst 52. Tja, der Elite-Kraftbogen kann nichts. So. Ich probiere mal, ob es wieder Seelen zu kaufen gibt hier. Und wir haben 2 Punkte. Kann irgendjemand 2 Punkte gebrauchen? Nö. Gut. Dann geht's weiter. Hat sich ja echt gelohnt, die Kiste. Funktioniert doch. Warum wirkt mir nicht blau? Ach, ich bin wahrscheinlich dumm und habe das nicht gesehen. Okay. So. Du noch? Da wirst du wohl aufhören zu zaubern hier. So. Okay. Kiste mit Krempel. Streitklobeln. Kann nix. Seelenrobe. 82 plus 50% Schirm plus 50% bla. Nö. Die Seelenrobe kann auch nichts. Weiter geht's im Programm. Morgen. Na, gehen wir erstmal hier rumgucken. Nichts. Gut. Dann gehen wir jetzt oben rum. Hallo. Bibliothek, da kommt doch wohl irgendwann jetzt das Endportal, oder? Okay. Der haut gerade schön zu, der Junge. Oh, stelle den Erz-Illager. So, den Erz-Illager stelle ich nur mit vollem Herz. Ah, seht ihr? Jetzt leuchtet nämlich hier mein Artefakt. In Blau, so wie sein soll. Okay. Dann stellen wir mal den Erz-Illager. Morgen, mein Freund. Puh.
Ich wollte den Erzillager stellen, nicht euch. Wo ist eine Erzillager? Wow, 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 nicht alle auf einmal, Freunde. Aua, aua, aua. Der kleine Mistmann. Der kleine Mistmann. Gehen wir weiter. Du nicht, du nicht. Du nicht. Oh, noch mehr? Aua, 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 aua. Ja, lass mich doch mal hier durch, wenn hier der Erzillager kommt. Wie komme ich denn an ihn ran? Gibt es irgendwo Schalter? Ja, noch eine Runde. Klar, warum auch nicht? Irgendwie macht das hier keinen Spaß mehr. Wo ist denn der Erzillager? Verfolge den Erzillager. Na, endlich. Komm her, mein Freund. Der Erzillager flieht zum Befestigungswall. Lass jetzt nicht nach, Held. Er darf nicht entkommen. Ach so. Okay. Also war jetzt der Endgegner einfach nur die Wellen. Alles klar. Besiegte Kreaturen 99%, Geschosstreffer 154%. Ich treffe mit 154%, okay. Zugefügter Schaden 80.000 und 197 geheilt. Klingt gut. Und jetzt Mr. Kiste. Na komm, zeig, was du Schönes hast. Enttäusche mich. Na, sag ich doch. So.
Mal gucken, was sich an unserer Ausrüstung getan hat. Der Streitkolben kann natürlich nichts verwerten. Die Dinger machen 121 Fernkampfschaden. Die machen 119. Weg damit. Der Streitkolben kann auch nichts. Und diese Todeskappenpilze. Ah ja. Da wir sie eh nicht nutzen, reichen uns einer. Gut. Sind wir damit durch. Dann können wir höchstens noch fragen, ob der nette Herr hier... Wirklich? Hast du nichts Besseres, mein Freund? Okay. Und du einmal. Höhlenforscherrüstung. Die kenne ich noch nicht. 103 Gesundheit. Gib dir einen Fledermausbegleiter. 20% Schadenverstärkung. Trinken eines Tranksträgers? Nee. Tut mir leid. Das Ding taugt nichts. Was war noch die Feder? 2,7 Sekunden. 2,6 Sekunden. Gut. Ah. Geheimmission? Gesperrte Mission. Schließe Folgendes ab. Finde den geheimen Ort im Wüstentempel. Warte. Ich muss hier nochmal durch. Finde den geheimen Ort in Hochblock... Och, nö. Nee, das mache ich später. Also, jetzt geht's zum Obsidian-Gipfel. Festland und Insel Reams. Okay. Jetzt geht's erstmal zum Obsidian-Gipfel. Allerdings nächstes Mal. Und bis dahin sage ich einfach, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later.